Wir sind zum einen eine Familienkirmes, die immer ein besonderes Flair hat, sowohl für uns, die Veranstalter sind, als auch für die Schausteller hier. Das sieht man schon an der Anzahl der Bewerbungen, die wir hier in dieser Stadt haben. Und das sieht man auch an der Menge der Leute, die diese Kirmes besuchen kommen. Erstmalig seit langer Zeit wieder dabei haben wir hier den Predator, ein Fahrgeschäft für junge Leute, wo man einen stabilen Magen haben muss. Wir haben den Heidi Coaster da, eine der größten Achterbahnenreisenden. Neben vielen anderen Fahrgeschäften, alles Geschäfte, auf die sich die Besucher freuen können. Seitens der Feuerwehr Oberhausen haben wir zum einen eine Brandsicherheitswache auf der Kirmes. Über die 6 Tage werden in 2 Schichten Sicherheitsposten an zentralen Stellen aufgestellt. Und gleichzeitig haben wir noch eine mobile Brandsicherheitswache. Das sind Fußtrupps, die das Kirmesgelände ablaufen und dann eben halt schnell eingreifen können, wenn irgendwo ein Ereignis gemeldet wird. Am meisten würde ich mich darauf freuen, auf die vielen Menschen, auf gutes Wetter, dass wir Kinderaugen wieder faszinieren können, auf diese tollen Attraktionen, die in diesem Jahr geboten werden. Wir haben das größte mobile Riesenrad hier vor Ort, wieder Bellevue. Wir haben die große Geisterbahn. Das ist die größte 2-Etagen-Geisterbahn, die je von der Firma MAC gebaut wurde für Deutschland. Ich freue mich auf diese Kirmes, weil sie für mich immer wieder etwas Besonderes darstellt.